Informationsschlacht, Medienkrieg. Frau Clinton bemängelt, dass CNN weltweit das Monopol verloren hat in der Berichterstattung über die Vorgänge in der ganzen Welt. Ja, das ist ja auch verräterisch. In dem Moment, wo man sozusagen eine Gegenposition medial transportiert, höllen die schon auf. Ja, weil ihre ganzen Propagandalügen damit falsifizierbar sind. Das, anstatt dass in einer offenen Gesellschaft, die sie ja immer wieder beschwören, man froh ist über jede Darstellung von Vorgängen, ja, damit also der mündige Bürger sich sozusagen ein eigenes Bild machen kann, wird offen darüber gejammert, dass man mit den eigenen Propagandalügen nicht mehr durchkommt. Und ich möchte nur eine Propagandalüge in Erinnerung rufen, mit der man in den Krieg hineingeschlittert ist. Wenn ich mich daran erinnere, mit welcher infamen Propaganda der Irakkrieg der Zweite begründet wurde, wo man sogar im Sicherheitsrat gefälschte Dokumente vorgelegt hat für die angebliche Notwendigkeit des Irakkrieges, wo man 2 Jahre später zugegeben hat, dass es sich um Fälschungen gehandelt hat, mit der Begründung, wir brauchten aber eine öffentliche Meinung zur Unterstützung des Kriegseintrittes, dann zeigt man, wie zynisch man die Leute verhöhnt, wie man sie für dumm verkauft, um sie schlicht und einfach in einen Krieg hineinzutreiben. Und das Europäische Parlament bildet da keine Ausnahme. Ich erinnere mich noch an die Debatte vor einem Jahr, als das Europäische Parlament sogar noch den Einsatz von EU-Truppen im Syrien-Bürgerkrieg befürwortet hat, wo die Saudis und die Kataris die ganzen Söldner, zumeist aus Pakistan oder Afghanistan, in den syrischen Bürgerkrieg hineingezogen haben, aber wo das nicht genügt hat, um die Regierung Assad zu stürzen. Dann wollten sie sogar EU-Truppen einsetzen. Und es war ein nationales Parlament, das diesen Kriegswahnsinn der Kriegstreiber gestoppt hat, nämlich das britische Parlament. Ja, das soll man nie vergessen. Und das war für mich der schlagendste Beweis für die Notwendigkeit der eigenen nationalen Parlamente und der Souveränität der Staaten. Und das sage ich jetzt als überzeugter Österreicher und als überzeugter Anhänger der Neutralität Österreichs, dass nur nationale Parlamente, Abgeordnete, die den eigenen Wählern unmittelbar verantwortlich sind, solche Kriegstreiber in die Schranken weisen können. Stichwort Neutralität. Viele fürchten sich vor einer Militärunion, die unter anderem auch Jean-Claude Juncker, der Spitzenkandidat der Volkspartei, fordern. Jetzt sind aber viele Beschlüsse, Militärhauptquartier und Gefechtsverbände der EU zu schaffen, bereits beschlossen, gefasst worden letztes Jahr. Das ist der Skandal, dass es dazu keine öffentliche Debatte in Österreich gibt. Es gab einen einzigen Artikel dazu in der Presse von einem Professor, der darüber geklagt hat, dass es in einem neutralen Land keine Debatte, keine öffentliche Debatte, nicht einmal in den Medien darüber gibt, ob es überhaupt für ein neutrales Land möglich ist, einer solchen Militärunion anzugehören. Ich behaupte nein. Wir haben in einer Militärunion nichts verloren. Und ich bin deswegen strikt und wirklich mit innerem Engagement, auch als Vater von 6 Kindern, der festen Überzeugung, dass die Österreicher in einer Militärunion nichts verloren haben und werde daher alles unternehmen, um gegen diese Militärunion aufzutreten. Die 3 Beschlüsse, die hier im Parlament dazu gefasst wurden, die hätte man, kann man noch ignorieren. Aber was man nicht mehr ignorieren kann, ist, wenn der österreichische Bundeskanzler beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Vilnius im vergangenen Dezember nicht einmal den Mund aufmacht als Vertreter eines österreichischen Landes, wenn die dort beschließen, dass wir eine Militärunion schaffen wollen. Abgesehen davon, dass auch der Othmar Karas sogar noch einen eigenen Verteidigungskommissar für die nächste Kommission verlangt hat und es kaum erwarten kann, bis sich Österreich auch in einer Militärunion befindet und der Vizekanzler, sein eigener Parteichef, eigene EU-Truppen haben möchte. Ich meine, das ist ja wirklich unfassbar. Das muss man aber jetzt den Wählern sagen, dass wer die österreichische Volkspartei wählt, wählt eine Militärunion. Eine Militärunion, die jedenfalls mit geltendem österreichischen Verfassungsrecht nicht vereinbar ist. Jetzt muss man doch mal nachfragen, das Neutralitätsgesetz steht im Verfassungsrang. Wer sanktioniert es, wenn es verletzt wird? An sich müsste das der Verfassungsgerichtshof tun, aber der tut leider zu wenig. Wir haben keinen wirklich mutigen Verfassungsgerichtshof. Da ist ja das deutsche Bundesverfassungsgericht geradezu ein Mutriese dagegen. Die österreichischen Verfassungsrichter haben diesen Mut nicht. Aber der Wähler kann sanktionieren. Das heißt, der Wähler, bei dem ja nach wie vor die Neutralität einen hohen Stellenwert hat, der Wähler ist in der Lage, das zu sanktionieren, indem er all jene Parteien abstraft, die in eine Militärunion wollen. Dazu gehören die Freiheitlichen, dazu gehören die Schwarzen und dazu gehören in Wirklichkeit auch die Roten, weil der Herr Bundeskanzler hätte in Vilnius klipp und klar Nein sagen müssen. Das hat er nicht getan. Daher sind bis zum Beweis des Gegenteils auch die Roten und die Befürworter der Militärunion zu subsumieren.